nach der FED ist vor der EZB. Tja, die FED hat nicht geliefert oder hat sie doch? Wir wissen es nicht. Der Markt hat sich aber entschieden, der Dollar bleibt aktuell schwach. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Euro stark ist. Also, wie geht es jetzt weiter in den Märkten nach der FED-Entscheidung und vor der EZB? Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Wieland Alt und ich freue mich, Sie heute aus Nürnberg begrüßen zu können. Ich bin auf einer Deutschland-Tour, wenn auch nur drei Städte aktuell. Ich war am Montag in Freiburg, habe da meine VTRD-Regionalgruppe besucht. Warum meine? Weil ich als Vorstand der VTRD für die Regionalgruppen zuständig bin. Und natürlich, da ich ja eigentlich nie oder selten in Deutschland bin, wenn ich schon mal da bin, dann besuche ich natürlich auch meine Gruppen, um natürlich den Kontakt zu halten und ihm natürlich auch mal anzuhören, wie es denen geht, was so passiert in den einzelnen Städten und Bundesländern und vor allen Dingen auch, wie so die Stimmung ist und einfach auch wieder mal so ein bisschen mich zu zeigen. Dementsprechend heute bin ich in Nürnberg gewesen, weil ich jetzt eigentlich nicht mitten in der Nacht, aber nach der Sitzung und dem gemeinsamen Essen jetzt für Sie das Video aufnehmen am Mittwochabend. Und heute, also für Sie und das Video heute am Donnerstag, reise ich weiter nach Stuttgart, werde da die Kollegin Karin Roller wieder mal treffen und mich dann am Abend mit einfach in die Runde reinsetzen in Stuttgart. Also falls Sie auch in Stuttgart sind oder in der Nähe, kommen Sie gerne vorbei zur VTRD, zur Sitzung dann in Stuttgart. Freue mich, wenn wir uns dann auch mal kennenlernen. Soweit dazu und jetzt lassen wir uns direkt in die Zahlen reingehen. Was gab es in den vergangenen Tagen und vor allem auch heute und für die kommenden Tage und die kommende Woche, was können wir da erwarten? Also schauen wir mal rein, aktuell und wir sehen es. Wir hatten es ja schon auch in der letzten Woche dann besprochen, Thema Verbraucherpreisindex. In dieser Woche gab es ja wirklich viel. Wir haben den Index, also die Inflationsraten aus Deutschland und auch aus den USA. Und wir haben eben festgestellt, in beiden Ländern gab es einfach eine deutliche Senkung, ne, von 7,2 auf 6,1 erwartungsgemäß in Deutschland und von 4,9 auf 4,0. Fast schon deutlich besser, also wenn auch nur um 0,1%, in den USA, also 4,0, schon ein ordentlicher Schritt nach unten und dementsprechend feierte der Markt das natürlich auch. Und wir sind ja auch dann wieder, zumindest heute, auf ein neues Allzeithoch im DAX gestiegen und das haben wir eben auch natürlich den Zahlen zu verdanken. So, und dann ging es im Endeffekt munter weiter. Heute sehen wir eben den Zinsentscheid der FED. Und da sind wir bei 5,25% geblieben, ist immer der Korridor 5 bis 5,25. Da bewegt sich die FED weiterhin. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht die EZB? Zieht die nach auf die erwarteten 4% oder vielleicht sogar drüber? Auch wenn da sicherlich der Konsens eher gering ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich spannend, dann auch zu beobachten. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, hat auch dann wieder Auswirkungen auf das Verhältnis Dollar zum Euro. Dementsprechend ist hier die Empfehlung, sich erstmal zurückzuhalten und abzuwarten, was dann eben tatsächlich entschieden wird. Und dann können wir uns wieder neu positionieren. So ist es ja nicht. Und dann haben wir am Freitag noch die Verbraucherpreise, also die Inflationsrate aus der Eurozone. Und hier wird im Endeffekt erwartet, dass es genauso wie in Deutschland abwärts geht, ebenfalls auf die 6,1. Wenn wir jetzt aber den Zahlen folgen, dann könnte es sogar unterhalb der 6 gehen. 5,9 wäre dann halt das passende Verhältnis. Schauen wir mal, ob sich das auch dementsprechend so fortsetzt. Ja, und was gibt's dann in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche? Startet am Montag mit dem Feiertag in den USA. Ne, kann man eben schauen, ob das sich tatsächlich lohnt, dann halt wirklich zu schauen oder zu handeln. Und dann gibt's am Dienstag die Baugenehmigung, am Donnerstag die Verkäufe bestehender Häuser. Das sind zumindest die Daten, die mir heute hier angeboten wurden bei investing.com. Sie sehen, es gibt auch noch nicht wirklich eine Prognose. Ja, und damit können wir das Ganze einfach erstmal schon beiseite legen, weil nach dem Feuerwerk, das wir in dieser Woche erlebt haben, brauchen wir alle mal ein bisschen Ruhe. Und unter dem Aspekt können wir eigentlich direkt, ja, fast auf die Charts gehen. Ich habe Ihnen noch vorher was mitgebracht, das ich Ihnen kurz zeigen will. Denn Sie werden sich erinnern an das FedWatch-Tool. Und das ist genau die Grafik aus der letzten Woche. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Der hat das 70
beziehungsweise rund 30% der Marktteilnehmer eben einfach sich schon so festgelegt haben in ihrer Meinung. Ich hatte aber auch schon angedeutet, Sie haben es auch gesehen hier, dass sich das so ein bisschen verändert hatte. Ja? Und jetzt, und das ist ganz interessant, ja, das ist das von heute, hat sich das deutlich verändert. Jetzt wissen wir natürlich auch warum, aber ich will Ihnen einfach damit nur zeigen, dass sich natürlich die Meinung der Marktteilnehmer verändert dazu, zu dem, was die Fed macht und was auch letztendlich die Zinsthematik angeht. Und das ist natürlich klar, dass sich diese Meinung in den Preisen widerspiegelt. So, und wir sehen aber auch, das ist schon so ein bisschen liquide sozusagen, also ne, das fließt. Und natürlich ist es kurz vorher wahrscheinlich noch näher dran, aber ich finde der Unterschied zwischen den 70-30 auf einmal zu 95-5, ja, wenn man großzügig rum aufrechnen oder abrechnen, ist schon deutlich. Und damit will ich einfach auch deutlich machen, dass es beileibe eben nicht in Stein gemeißelt ist, was der Markt denkt, sondern das Ganze bewegt sich. Und damit ist eben auch zu erklären, dass es mal überschießt, mal unterschießt, dass der Markt eben sich auch nicht wirklich festlegen will, weil wir sehen es, tut er eh nicht. Und das wollte ich Ihnen einfach nochmal mitgeben und damit gehen wir jetzt direkt in die Charts rein. Und wir starten wieder, wie immer, mit dem Dollar-Index. Wir starten auch im Wochenchart. Tja, und sehen wir hier, dass das, was ich hier eigentlich hier angedeutet hatte, nämlich, dass wir diese, ja, diese Idee einer Three Black Crows als Fortsetzungsformation hier vielleicht hätten, gerade eben heute mit der Zinsentscheidung der Fed im Endeffekt durch ist. Ja, das bedeutet, die Idee, dass es hier dann ansteigt, ist gescheitert. Warum? Weil die grüne Kerze unterschritten wurde, und zwar deutlich der letzten Woche, oder der, nein, der nicht letzten, sondern davor, Vorwoche. Und damit ist dieses Szenario im Endeffekt durch. Ja, das kann man hier mal wegnehmen. Ja, ihr wollt dann irgendwann später machen, aber jetzt haben wir es hier weg. So. Ja, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir im Endeffekt die Situation, dass wir auch hier dieses Aufwärtsszenario wegnehmen können. Und eigentlich bietet sich jetzt nur noch an, dass der Dollar weiter fällt. Wohin? Wiederum auf die rund 100 Dollar. Ja, so, das ist das, was sich hier gerade abzeichnet. Jetzt ist natürlich die Frage, fällt der Dollar dann weiter? Also deutlich darunter, unterschreitet er die 100? Und da wäre ich jetzt tatsächlich nicht wirklich so sicher. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es hier entweder in dem Bereich pendelt oder eben nach dem Lauf nach unten wieder nach oben pendelt und sich der Dollar hier in dem Bereich bewegt, wo er sich sowieso schon mehr oder weniger zur Zeit bewegt. Das heißt, irgendwo zwischen 104,5 großzügig aufgerundet, also 104, 104,5 und irgendwas um die 100, 101, 101,5, ja, vielleicht 100,5, 100 vielleicht glatt. Aber dass der Dollar sich zunächst mal dort bewegt, aus dem einfachen Grund, dass natürlich sich jetzt viele Marktteilnehmer darauf erstmal konzentrieren, wie geht es jetzt weiter mit dem Dollar, mit der Fed, mit den Zinsen. Ist die Inflation tatsächlich schon ausgestanden? Wie sieht es mit dem Thema der Rezession aus? Da werden auch viele schauen. Und dann kann es natürlich sein, dass die Fed die Zinsen nicht mehr weiter erhöht. Die Frage ist aber, ob dann nicht irgendwie die EZB, und die spielt ja einen großen Teil auch hier bei dem Dollarindex mit rein, ob die EZB dann nicht tatsächlich eher mal die Zinsen senkt. Einfach aus dem Grund heraus, Rezession in Deutschland, Südländer haben Schwierigkeiten mit den höheren Zinsen, ja, davon dürfen wir einfach ausgehen und dann wird natürlich auch der politische Druck etwas größer. So, und das könnte natürlich da rein spielen. Ist ein bisschen fundamentale Spekulation, klar, aber das müssen wir natürlich immer mit reinrechnen, wenn es um Forex geht, ja, wenn wir uns über die Währungsverhältnisse mal Gedanken machen, weil das natürlich da rein spielt, ist auch klar. Von der Charttechnik her sehe ich aber eher hier diese ganzen Begrenzungen als relevant an und würde mich jetzt hier nicht wundern, wenn die Schwankungsbreite momentan etwas moderat ist, einfach weil naja, die Fantasie erstmal auch raus ist. Die Fed hat eine ziemlich klare Entscheidung getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt vielleicht nochmal darauf wartet, dass die Fed vielleicht im nächsten Schritt nochmal wieder an der Zinsschraube dreht. Das würde den Dollar von hier unten unterstützen. Ja, und damit ist im Endeffekt die Seitwärtsrange besiegelt. Schauen wir mal rein in den Tag und wir sehen hier, klar, ich meine, wir haben das Abwärtsgap hier vom Dienstag auf den Mittwoch und das ist eigentlich auch schon ziemlich schwungvoll, ja? Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass es ja eigentlich ein 24-Stunden-Markt ist, ja, also irgendwas
ist hier vielleicht bei der Kursversorgung nicht so. Aber sei es drum. Wir sind hier, ne, das ist für uns jetzt nicht auch so, auch nicht so relevant. Was viel relevanter ist, ist, dass wir hier an diesem Unterstützungsbereich angekommen sind. Und ja, der Dollarindex hier auch gerade abgeprallt ist. Nicht wirklich berauschend, nicht wirklich stark. Ja, deshalb auch hier die Erwartungshaltung relativ klar, dass der Dollar weiter fällt. Aber es kann eben wirklich so sein, dass er hier erstmal nochmal wieder anzieht. Vielleicht ein bisschen drüber, einfach hier nochmal das Tief testet. Ja, dann in dem Fall halt den Widerstand. Das kann sich dann so darstellen, ne, wenn wir so wollen. Also dass es hier rangeht an die 103,5, 103,5, 103 glatt. Ja, da ein bisschen pendelt und dann nochmal wieder runterkommt. So, für Long sehe ich momentan für den Dollarindex im Endeffekt nicht wirklich große Ansätze, aber auch für große, ja, Crash-Themen, ja, im Sinne, dass es wirklich deutlich nochmal runtergeht, sehe ich aber eben auch nichts. Ich denke, wir werden uns hier weiter in dieser Seitwärtsbewegung halten und das nicht zwischen 100 und 105, sondern eher zwischen 100 und 104, wobei die 100 auch eher das Extrem wären. Sondern wir sehen ja, wir sind hier eher bei 101 als bei 100. Na, so. Und damit, glaube ich, können wir uns auch vom Dollarindex wegbewegen und zum Euro-US-Dollar gehen. Wie sieht es beim Euro zum US-Dollar aus? Eigentlich folgen wir hier sehr schön dieser Gesamtbewegung. Bedeutet, wir haben hier ja den Doji in der Vorvorwoche oder Spinning Top, je nachdem. Und das ist im Endeffekt schon eine Wendemöglichkeit, die hier offensichtlich gerade eingeschlagen wird. Jetzt ist natürlich die Idee gewesen, dass der Euro ein bisschen ansteigt und dann weiter abfällt. Ja, im Sinne dieser typischen, na, wenn man so will, A, B, C oder 1, 2, 3, wie auch immer, Bewegung. Das war die Grundidee. Jetzt sieht es eben aktuell danach aus, dass wir diesem Muster folgen, das uns ja auch ganz gut in Kram passt, ja, nämlich diese Trendfolge. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Markt uns tatsächlich den Gefallen tut, ja, sowas hier, ne? Ob der Markt uns tatsächlich den Gefallen tut und diesen Weg einschlägt oder eben nicht. Und da bin ich eher skeptisch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Euro zum US-Dollar noch mal ein bisschen an Stärke gewinnt. Ja, so vielleicht in diesen Bereich reingeht, sagen wir bei 109,5, vielleicht 110, aber nicht wirklich direkt nach oben durchstartet, sondern eher dann wieder abdreht und sich das Ganze so ein bisschen seitlich bewegt. Hatte ich auch schon am Dollarindex ausgearbeitet und das ist im Endeffekt die logische Konsequenz daraus, dass es dann hier so pendelt. Das setzt natürlich voraus, und das muss ich natürlich auch ganz klar dazu sagen, dass von der EZB jetzt nicht das einmal das große Kursfeuerwerk im Sinne von Riesenzinserhöhung kommt, sondern dass hier im Endeffekt im Rahmen der Erwartung gearbeitet wird, denn die Erwartungen werden hier gerade eingepreist. Ja, das haben wir gesehen am Index oder am FedWatch-Tool, ja, dass eben diese Erwartungen im Endeffekt ja schon in den Preisen drin sind. Und wenn, ja, Sie kennen das ja, ne? By the rumors, sell the news. Und das ist eben jetzt auch beim Dollar halt weiterhin passiert. So, da ist die Fantasie weg. Und wenn hier die Fantasie weg ist, kann ich mir eben vorstellen, dass das Kursfeuerwerk für den Euro dann auch ziemlich schnell verpufft. Aber eben auch nicht dahin geht, dass der Euro jetzt deutlich fällt, sondern eben aus dem Aspekt heraus, dass es das Ganze im Gleichgewicht dann wieder erstmal befindet und der Markt eher abwartet, wie es eben mit den anderen fundamentalen Daten aussieht. Ja, wie gesagt, Rezession, Inflation, dass wir da eben darauf achten können, dass der Markt eben seitwärts läuft. So, neben mir, hinter mir hören Sie ein bisschen die Kirchenglocken, ist auch mal ganz angenehm, ja, das habe ich in Hamburg ja nicht so und Sie können sich vorstellen, in den anderen Ländern auch nicht, das ist jetzt einfach mal so und Sie merken schon, das dauert auch ein bisschen. So, wir sind mal im Tag drin und hier sehen wir eben auch diese Struktur, ja, es geht vom Tief zum Hoch, die Korrektur, höheres Tief, leicht höheres Hoch, ja, da geht es eben hier sehr, sehr volatilitätsarm entlang, nochmal ein bisschen runter, das höhere Tief und dann sind wir jetzt am höheren Hoch, am oberen Bollinger Band angekommen, hier in dem Bereich und da können wir mal so ein bisschen spielen hier mit den, na, mit den Widerständen, so sehen Sie, sind wir abgeprallt, so jetzt ist die Frage, wie geht es hier kurzfristig weiter, ich kann mir vorstellen, dass es hier erstmal so ein bisschen hin und her läuft, ja morgen sowieso, bis die EZB entsprechend irgendwas bekannt gibt, was den Markt interessiert.
Ja, dann kann ich mir aber vorstellen, dass es hier erstmal weiter hoch geht und dann schließt im Endeffekt ja auch hier diese Bewegungsidee an. Und wie gesagt, ich sehe das Ganze dann so im Bereich von 1,10 Euro oder 1,10 Dollar zum Euro. Ja, da sehe ich das Ganze hinlaufen und eben hin und her pendeln. Wie geht es zum Dollar, zum japanischen Yen? Hier sieht es nochmal ganz anders aus. Und hier könnten wir tatsächlich sagen, ich bleibe einfach mal bei der Idee dabei. Ja, weil hier ist es tatsächlich so, und das können wir sehen, dass diese Idee dieser Three Black Crows, ja, wir sehen die große Kerze, wir haben ja die drei kleineren Kerzen, das ist ja noch die Woche, ja, die jetzt hier nicht rot ist, sondern schon wieder grün, aber trotzdem diesem Muster dieser Idee gerecht wird. Und damit könnten wir tatsächlich sagen, dass wenn es tatsächlich so weiterläuft, dass wir diese Struktur haben, ja, und damit hier diese Idee einer weiteren Aufwärtsbewegung erstmal zumindest weiterhin Gültigkeit hat. Wie weit das Ganze läuft, wird sich zeigen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch den Widerstandsbereich bei 142 vor der Brust. Und das kann ich mir eben auch vorstellen, dass das erstmal wieder bremst. Dann könnte der Markt runterkommen und in kürzeren, kleineren Schwüngen sich zunächst mal ein bisschen hocharbeiten und hochkämpfen. Ob das tatsächlich auf die 148 geht, das wird sich zeigen. Aber bis dahin, was war das? Also, aber bis dahin werden wir uns natürlich auch schon wieder sehen. Gehen wir zum Pfund, zum US-Dollar. Pfund zeigt sich stark. Hier sind wir kurz vor dem Ausbruch, dem Durchbruch durch den Widerstandsbereich. Das hatten wir im Endeffekt ja schon so ein bisschen in der Vorwoche. Da waren wir noch nicht so weit. Jetzt ging es hier mal kurz runter. Dann wurde hier wieder hochgekauft. Und jetzt stehen wir im Endeffekt schon über der Linie. Kommt darauf an, wie akkurat man die eben auf diese Hochs legt oder ob man dann sagt Schlusskurs, Eröffnungskurs, ist für mich ja eher so ein Thema. Und meine Idee hierzu ist im Endeffekt synonym, ja, dass wir hier eben einfach damit liebäugeln können, dass der Dollar erstmal ein bisschen weiter steigt und dann erstmal hier weitergeht. Also das Pfund vielmehr, nicht der Dollar. Also dass das Pfund weiter steigt und in den Bereich 1,30 laufen kann, um dann ja, von dort erstmal wieder zu korrigieren. Das ist so die Grundidee, die ich hier so mitbringe. Gehen wir direkt in den Tageschart rein, schauen uns mal an, wie sich das Ganze da darstellt. Und hier sehen wir eben einfach nochmal deutlicher den Durchbruch. Man kann wirklich sagen, der Durchbruch ist geschafft. Warum? Weil ja, hier ist die Gegenwehr, aber wir schauen uns den Kerzenkörper an. Der Kerzenkörper ist relativ kräftig und solide. Es gab eine gewisse Gegenwehr. Es kann durchaus sein, dass es hier nochmal ein bisschen runterläuft, um dann nochmal wieder durchzustarten. Dass also nochmal das gesamte Ausbruchsniveau getestet wird. Darauf können wir uns einstellen. Das ist kein Beinbruch und wir sehen auch hier diese Struktur von Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, um dann eben nochmal das höhere Tief zu machen. Völlig normal und das kann tatsächlich hier schon in dem Bereich des Ausbruchsniveaus sein. Und dann kann es durchaus für das Pfund nochmal etwas weitergehen. Australischer Dollar, US-Dollar, wie sieht es hier aus? Eigentlich ähnlich. Ja, wir sind auch hier durch den Widerstandsbereich durchgebrochen, wieder zurückgekommen. Nicht wirklich spektakulär, aber trotzdem ein Achtungserfolg, der natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Dollar eben jetzt durch den Zinsentscheid etwas schwächer geworden ist, weil einfach die Marktteilnehmer jetzt einfach die Fakten auf dem Tisch liegen haben, die Fantasie ist raus und damit kann man natürlich auch direkt abverkaufen. Und die Idee aber, dass es hier erstmal deutlich abwärts geht, die nehme ich erstmal raus. Warum? Weil wir eben hier schon noch die Chance haben, ja, das passt auch hier wieder mit dem Dollarindex zusammen, dass es durchaus nochmal nach oben geht ein Stück weit, so auf die 0,69 vielleicht, ja, so in dem Bereich, vielleicht sogar drüber, sagen wir auf die 0,69, 80, 90, vielleicht sogar auf die 0,70. Sie sehen, das wäre schon im nächsten Unterstützungs- oder ehemals Unterstützungs-, jetzt Widerstandsbereich, um dann wieder abzudrehen. Das ist eine Möglichkeit, ja, für mich aus der Perspektive momentan die maximale Möglichkeit, aber ich nehme mal diese Linie, verschiebe ich mal hier hin und da sehen Sie, ja, damit kann man durchaus liebäugeln, das ist durchaus eine realistische Sache. Alternativ eben ein bisschen drunter, ja, also dort in dem Bereich, komm, ich lege es auch mal hier so in die Mitte, bei 0,6950 und dann passt das Ganze. Also ich würde jetzt nicht mit der riesen Rallye rechnen für den australischen Dollar, ich würde es aber auch nicht damit rechnen, dass der
US-Dollar gegen den australischen Dollar kollabiert. Es geht auch hier eher aus meiner Sicht in die Seitwärtsbewegung ein. Auch das lässt sich hier ableiten. Und sofern jetzt hier nicht irgendwelche wirklichen fundamentalen Überraschungen kommen, sehe ich auch nicht wirklich den Grund, warum sich das auf einmal ändern sollte, weil sich natürlich auch zwischen den beiden Ökonomien nicht wirklich was ändert. Ja? So, und das ist das, was wir hier eben gerade sehen. Und zu guter Letzt der US-Dollar zum Schweizer Franken. Hier war die Idee, dass es höher geht. Den Gefallen hat uns der Markt jetzt nicht getan. Deshalb nehme ich auch das mal raus. Und wir sehen eben auch hier, dass wir eigentlich wunderbar trendfolgend unterwegs sind. Ja, das bedeutet, dass im Endeffekt hier der Abprall am Gleitendurchschnitt 20 am mittleren Bollinger Band und auch hier in dem Widerstandsbereich wirklich funktioniert. Erwartungshaltung ist jetzt im Endeffekt, dass es weiter abwärts geht. So, und jetzt kommt halt der Punkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt nicht deutlich abwärts geht, aus den Gründen, dass wir eben sowieso schon mehr oder weniger jetzt irgendwie am historischen Tief, aber doch am Alljahres, an einem Vierjahrestief rumgeistern. Schauen wir. Ja, also wir sind ja hier so in dem Bereich, sind wir schon mal drüber gekommen, aber irgendwo hier so in dem Bereich sind wir ja. So, das heißt, bei 0,88 dürfte schon mal deutliches Interesse aufkommen, bei 0,87 dürfte noch mal viel deutlicheres Interesse aufkommen und dementsprechend ist jetzt hier das Potenzial für einen richtigen Abwärtsmove relativ begrenzt. Ja. Also bedeutet, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es noch ein Stück weit abwärts geht, aber wir dann sowas sehen wie ein Doppelboden. So, der Doppelboden aus meiner Sicht wird jetzt aber nicht dazu führen, dass wir jetzt eklatant nach oben marschieren, sondern um einfach der Gesamtidee treu zu bleiben, dass wir einfach uns seitwärts bewegen, so zwischen 0,90, 0,91, irgendwas, also gerade drüber und dann wieder so ein bisschen runtergehen. Ich kann mir aber auch hier beim Dollar zum Schweizer Franken nicht direkt vorstellen, ich kann es auch nicht ableiten aus den Charts, dass es hier sofort runterrauscht, sondern wie gesagt, der Abprall sollte hier stattfinden. Darauf kann man durchaus dann mal achten, wenn man sich mit dem Währungspaar beschäftigt. Das ist so die Idee, die ich damit auch verbinde. Und wir können das Ganze nochmal im Tageschart betrachten, um hier auch nochmal diese Idee der Umkehr auch zu besprechen. Wir sehen ja hier, dass wir am Widerstandsbereich massive Probleme hatten. Ja, der Dollar hat es ja einfach nicht geschafft. Ist runtergekommen, wieder hochgetaucht, ja, um wieder direkt abzufallen. Also man kann sich hier mit viel Fantasie sowas wie einen Doppeltop basteln. Ja, will ich jetzt nicht wirklich tun, aber Sie sehen ja schon hoch, tief, tieferes Hoch. Ja klar, irgendwie kann man sich das schon zurechtlegen. Und es ist im Endeffekt relativ klar, dass die Verkäufer erstmal hier weiterhin ihren Versuch wagen werden. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass es dann so weit geht, dass es noch ein höheres Tief hier gibt, das erstmal der Boden ist und es dann erstmal weiter aufwärts geht. Das ist so die Idee dazu. Dementsprechend wäre ich jetzt hier mit Shorts vorsichtig. Ich würde eher gucken, dass ich unten in dem Bereich hier bei 0,89 irgendwas oder 0,88 irgendwas, dass ich hier schaue, inwieweit es Umkehrsignale gibt. Ja, was macht Gold? Gold bewegt sich praktisch gar nicht, schon seit Wochen. Wir sind mit den Kerzenkörpern innerhalb der Woche vom 22. Mai, also vom Ende Mai, und bewegen uns damit mehr oder weniger seit einem Monat seitwärts. Da gab es mal einen Ausschlag nach oben, der wurde sofort wieder abverkauft und das ist es auch. Wir bewegen uns hier insgesamt in der Range zwischen 1980 und 1943, je nachdem, wie nah man das Ganze setzt. Hier haben wir schon die 1949, heißt also, wir haben irgendwas wie 35, 40 Dollar Spielraum momentan und damit ist natürlich wirklich nicht viel zu gewinnen. Heißt also, ja, was machen wir jetzt da draus? Gold und der Dollar. Ja, wenn der Dollar jetzt ein bisschen zur Schwäche neigt, dann würde das für den für das Gold bedeuten, dass es eigentlich wieder weiter aufwärts geht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit aufwärts? Ja, geht es tatsächlich über die 2000 deutlich raus? Ich meine, 2000 sind ja nah, das sind ja 20 Dollar oder so gerade. Aber geht es eben wirklich deutlich drüber, 2040, 2060, 66, 80 gar? Da wäre ich skeptisch momentan, denn um auch hier der Logik zu folgen, dieser Seitwärtsbewegung, ich könnte mir 2020 vorstellen, da sind wir hier so in diesem, ja, hier in dem Bereich, sehen Sie, wo wir viele
Punkte haben, da haben wir mal so einen Öffnungskurs oder einen Schlusskurs, haben wir hier, da haben wir nochmal einen Schlusskurs, da haben wir nochmal einen Hoch, da haben wir hier einen Schlusskurs. Also da dürfte einige Beachtung sein, da haben wir hier nochmal so einen Hoch, ja, da dürfte einige Beachtung sein und da kann ich mir vorstellen, dass das Gold eben auch wieder runterfällt, aber eben auch da nicht eklatant, sondern dass wir uns hier so seitwärts bewegen, vielleicht irgendwo zwischen 1930 und so ein bisschen über 2000, wie gesagt 2020, ja, in dem Bereich, das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber dazu muss erstmal ein bisschen Bewegung reinkommen. Die haben wir hier beim Gold momentan gar nicht. Ja, Silber, ähnliche Idee, aber wir sind eben natürlich gar nicht so weit hoch. So, und hier sehen wir auch schon, dass auch hier der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern nochmal deutlicher war. Wir sehen ja gerade so ein Harami, will ich jetzt sagen, oder wenn wir nicht unbedingt festlegen, bullish oder bearish. Ja, wir haben die Aufwärtsbewegung, aber eigentlich bewegen wir uns hier seitwärts. Ja, das ist so ein ähnliches Szenario wie hier, das wir im Dezember hatten. Das ging dann so bis zum Januar, Mitte, Ende Januar. Dann brach es kurz nach oben aus, um nach unten runterzufallen. Dann kam wieder die Wende und so haben wir dann eben diese Abfolge von höheren Hochs und auch höheren Tiefs bekommen. Und momentan haben wir hier ein höheres Tief. Es stellt sich die Frage, wie weit geht es denn? Kriegen wir denn auch hier ein neues Hoch, also ein höheres Hoch? Tja, das ist eben die große Frage, um auch hier natürlich im Rahmen des Gesamten zu bleiben. Gehe auch davon aus, dass es sich vielleicht in diesem Bereich ranbewegt, 25, 50, 25, 60, vielleicht sogar auf die 26, um dann erstmal wieder abzufallen. Also Sie merken schon, ich bin hier bei alles, was zum Dollar notiert und auch so ein bisschen in dieses Gesamtpaket reingehört, ja, bin ich eher auf dem Seitwärtsmodus. Das kann ich ganz klar sagen, weil eben erstens, wir bewegen uns sowieso schon seit Wochen in dieser gesamten Range und es ist auch erstmal die Luft raus, es ist erstmal die Fantasie raus. Natürlich gibt es noch Einflussfaktoren und die können dafür sorgen, dass es mal nach oben und nach unten geht, aber im Großen und Ganzen sehe ich momentan das Bewegungspotenzial sehr, sehr, sehr begrenzt und sehr eng und damit eher für Daytrading interessant, als dass man jetzt wirklich sich im Swing da groß hervortun könnte. Gehen wir damit also gleich ins Rohöl rein und hier bewegen wir uns ebenfalls im altbekannten Fahrwasser. Man könnte fast sagen, ist schon fast langweilig. Ja, wir sind mal wieder ein bisschen nach unten durchgebrochen, aktuell aber auch kein richtiger Beinbruch, selbst wenn es ein bisschen weiter runter geht. Wir sehen hier den Unterstützungsbereich bei rund 63, 63, 20, 63, 63, 50 bis 66. So, und das heißt im Endeffekt hier die Grundidee, dass es hier vielleicht noch ein bisschen runterzuppelt, dann mal wieder hochgeht. Ja, aber sich im Großen und Ganzen unspektakulär seitwärts schiebt und dementsprechend hier nicht wirklich ein Angebot für aktive Händler gibt, sondern eher das Angebot zum Weiterblättern ausspricht. Was uns zum Bitcoin bringt. Was macht der Bitcoin? Wie geht es bei den Kryptos weiter? Tja, das ist immer die große Frage. Wir bewegen uns ja immer noch in dieser Flagge, wenn man es großzügig Flagge nennen will, weil es bewegt sich seitwärts, tröpfelt dabei runter und damit kann man schon sagen, irgendwie ist eine Flagge. Es ist bloß die Frage, ist sie eben tatsächlich noch trendfolgend oder nicht. Das Spannende ist, wir sind jetzt tatsächlich hier am Unterstützungsbereich bei 25.240. Ja, und den Bereich haben wir schon gesehen, im Februar, Mitte Februar, eine Woche später, Eiswiderstände, dann kam der Abprall, dann kam der Durchmarsch und jetzt sind wir wieder da. Also eigentlich, was sehen wir Bitcoin? Wir sehen genau das, worauf alle immer warten, nämlich den Ausbruch, die Korrektur ans Ausbruchsniveau, um dann was zu tun, um auf eine Weiterführung in die ursprüngliche Ausbruchsrichtung zu gehen. Ja, Sie kennen das, ist nämlich das. Ja, nichts anderes ist das, als das, was wir schon aus der Dow-Theorie kennen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ja, wird es denn diesmal auch so eintreffen? Kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, wie auch und woher auch. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich hier so ablesen kann. Und das ist das, was sich hieraus zumindest mal als Chance ergibt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Markt und Bitcoin uns diese Chance auch gibt. Denn natürlich, wir reden über die SEC, wir reden über Coinbase, wir reden über Binance, ja, all diese ganzen Geschichten, die ja auch natürlich hier mit reinfließen und uns zweifeln lassen an dem, was wir sehen. Tja,
Ich kann es Ihnen nicht sagen, Sie müssen schon selbst entscheiden, was Sie machen. Das ist nur eine Idee. Alternativ, und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, ist es, dass der Bitcoin jetzt hier durchbricht, noch in dieser Woche, also Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, läuft ja 7 Tage, 24 Stunden, ja, und dann eben einfach den Durchmarsch macht. Ja, und zwar auf rund 21.500, 800, 22.000, ja, so, das ist relativ nah beisammen. Ja, und dort idealerweise abdreht, würde für Freunde des Bitcoin für Schnäppchenpreise sorgen, für alle anderen für Haare raufen, denn damit rechnet man natürlich dann nicht. Ja. So, das heißt, diese beiden Szenarien haben wir. Ich favorisiere momentan noch die Variante des Abpreis und damit des weiteren Anstiegs, aber wenn ich so sagen sollte, ich soll eine Zahl in den Raum stellen, dann reden wir vielleicht über 55 zu 45. Ja? Und zwar 55 für den Abprall, 45% für den weiteren, ja, Abverkauf und damit den Durchbruch der Flagge nach unten. Und dann wird es spannend, eben alles bei rund 22.000, bisschen drunter, bisschen drüber. Ja, da ist der Bitcoin nicht so zimperlich. Und zu guter Letzt gehen wir auf Ethereum. Und Ethereum hat im Endeffekt hier schon das geschafft, worauf der Bitcoin noch wartet, ist nämlich deutlich nach unten abgetaucht. Deutlich heißt, wir sind hier am Unterstützungsniveau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo ist denn das eigentlich? Jetzt kann ich hier ein bisschen die Linie verschieben. Da sehen Sie, Unterstützung gebrochen. Jetzt kann ich hier so ein bisschen näher rangehen an die absoluten Eröffnungs- und Schlusskurse. Dann ist der Widerstand oder die Unterstützung noch nicht so stark gebrochen. Tja, was hätten Sie es denn gerne? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Charttechnik liegt immer auch im Auge des Betrachters. Aus meiner Sicht ist die Unterstützung erstmal gebrochen. Punkt. So, das heißt, Erwartungshaltung momentan, das ist, wenn es so bleibt, und das müssen wir natürlich sagen, ist ja Mittwoch, Spätabend, Nacht, Donnerstagmorgen, wenn es bis zum Wochenschluss so bleibt, Sonntagabend, dann ist es eigentlich ein klares Thema, dass der Ethereum-Preis weiter fällt, und zwar auf rund $1.500. Da haben wir dann das untere Bollinger-Band. Sie sehen auch hier, haben wir erstmal so aus der Vergangenheit so ein paar Tiefschlusseröffnungskurse, ja, die hier so rumliegen bei 1.518. Und da kann ich mir vorstellen, dass es zunächst mal zu einer Umkehr kommt, zu einer Reaktion kommt, und damit hätten wir natürlich eine ziemlich, ja, langgezogene Flagge, die schon keine Flagge mehr ist. Ja, dazu ist die Bewegung eben einfach auch schon zu lang und geht zu tief runter. Aber es wäre zumindest eine Chance, um dann zu sagen, von dort aus darf es gerne weitergehen. Alternativ, und die Chance besteht natürlich, dass sich hier der Ethereum-Preis doch noch berappelt und das Ganze auf Schlusskursbasis dann sowas wird. Na, jetzt wissen Sie schon, was kommt, nämlich ein Hammer. So, ob der jetzt so groß wird, ist aber dahingestellt, aber als Symbol dazu, ja, wenn wir sowas sehen, okay, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir ähnlich favorisiert wie beim Bitcoin, dann erstmal den Weg nach oben antreten und dann haben wir wunderbar diese Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs ja auch immer noch geschafft. So, und dann darf es natürlich gerne über die 2200 gehen und so weiter und so fort, aber das mag noch ein bisschen dauern, denn bei der Volatilität, die wir bei den Kryptos in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahren hatten, da kann man einfach sagen, das dauert halt noch ein bisschen. Sollte sich da was dran ändern, denke, da werden Sie erstens das selber sehen und zweitens werden wir uns natürlich dann schon in der kommenden Woche wieder hören und sehen. Aber bis dahin gilt erstmal so die Grundidee, dass ich idealerweise hier auch bei Kryptos positiv gestimmt bin und zwar bis zum Beweis des Gegenteils, aber das Szenario, glaube ich, relativ klar gesetzt. Gut, damit haben wir schon die News von Fast & Forex, eben mit dem Thema der Zinsnichtsenkung, Zinsnichterhöhung der FED und dem ganzen Abwarten vor der EZB. Das macht es offen gesagt natürlich auch ein bisschen schwierig, hier sich wirklich festlegen zu wollen, was die Charttechnik angeht. Und klar, das kann sich natürlich alles im Laufe des Tages sofort wieder verändern, wenn die EZB das macht, was der Markt nicht auf der Rechnung hat. So, deshalb bitte achten Sie darauf, wenn Sie das Ganze auch weiterverfolgen, wenn Sie selber handeln, gerade jetzt in diesem Tag, in diesen Stunden, dass Sie mit Ihrem Risiko sehr, sehr, sehr
zurückhaltend sind, sehr defensiv sind. Es ist definitiv nicht die Zeit, das Ganze aufzubohren, sondern hier eher defensiv zu sein. Und wenn sich das alles beruhigt hat, der Staub sich gelegt hat, das Bild wieder klarer ist, ja, dann kann man ja immer noch mal aufstocken, kann man ja immer noch mal ein bisschen aggressiver werden, aber das ist jetzt definitiv nicht die Zeit dafür. In diesem Sinne, ich verweise nochmal auf den Risikohinweis, auf den Haftungsausschluss hier von SwissQuote, der gleich im Anschluss kommt. Wenn ihr das Ganze gefällt, dann geben Sie mir gerne ein Like. Ja, und nochmal, ich weiß, es ist ja immer ein Nicht-Like dabei. Warum? Geben Sie mir dazu gerne Feedback. Ich bin wirklich gespannt, was dahinter steckt. Dann kann ich das vielleicht sogar ändern am anderen Ende. Na gut, irgendwie ist es doch auch manchmal einfach so. In diesem Sinne, Ihnen erstmal alles Gute, schönes Wochenende und wenn Sie mögen, hören wir uns bei der Marktwoche am Montag wieder. Dann bin ich wieder in Hamburg und genieße das Wochenende. Also bis dahin, Ihr Wieland Alt.